Jetzt habe ich also die Grundseiten erstellt und etwas vom Ersten, was ich machen möchte, ist da oben links das Bild ändern. Natürlich werde ich da ein Logo rein tun. Jetzt habe ich irgendein Restaurant im Internet gefunden, wo ich ein paar Bilder kopiert habe, um da als Beispiel zu zeigen. Jetzt klicke ich auf Bild ändern da drauf. Jetzt kann ich da auf meinem Computer Bilder wählen. Zwar das Logo wird hochgeladen. So, Restaurant Kreuz Wild aus Leidenschaft. Jetzt, das ist das Bild, das oben links angezeigt wird. Jetzt hat es unten dran einen Link Miniaturbild bearbeiten. Und das ist das kleine Bildchen, wo man sieht, jedes Mal, wenn man im Namen von Restaurant Kreuz etwas schreibt auf Facebook. Da klicke ich jetzt mal auch gerade drauf. Jetzt habe ich die Möglichkeit, da das Bild zu verschieben, zum einen Ausschnitt zu verändern. Jetzt sehen wir da das Logo jetzt, das ich da genommen habe, ist nicht ganz optimal, weil egal wie ich das schiebe, bringe ich den Schriftzug nicht ganz drauf. Das heisst eigentlich, wenn man das Logo aufladet, muss man schauen, dass links und rechts vom Schriftzug genügend Platz ist, damit das Miniaturbild der Text richtig reinpasst. Jetzt tue ich da mal ungefähr zentrieren und klicken auf Save. Und jetzt gehe ich da oben rechts auf Seite anzeigen, um zu schauen, wie das jetzt aussieht. Jetzt sehe ich, da oben links hat es das Logo jetzt drin. Jetzt, wenn ich auf die Pinnwand gehe, jetzt kann ich da etwas schreiben. Hallo, Test und Share. Jetzt ist das auf meiner Pinnwand in meinem Namen, also Restaurant Kreuz. Hallo, Test. Und jetzt sieht man eben da, das Miniaturbild, das jetzt ein bisschen abgeschnitten ist, links und rechts. Etwas, was wichtig ist bei dem, ist zu wissen, dass die Leute viel öfter werden das Miniaturbild sehen, als dass sie das Logo da werden sehen, weil die Leute gehen meistens einfach auf ihre Facebook-Startseite und sehen dann, wenn Restaurant Kreuz etwas geschrieben hat, und dann erscheint eben das. Sie gehen selten wirklich dann wieder auf die